Dieses Mal ist es kein typisches Erklärvideo von mir, sondern eher ein kleiner Erfahrungsbericht, den ich euch einfach mitgeben möchte. Und zwar war ich gestern bei meinem Diabetologen. Die haben da eine tolle Veranstaltung organisiert. Da geht es vor allem, da ging es dann eben um neue Pumpen- und CGM-Systeme. Und das wollte ich euch einfach ganz kurz erzählen, was ich da erlebt habe, wie das war und welche Schlüsse ich daraus für mich gezogen habe. Das Ganze könnt ihr euch jetzt natürlich dann anschauen, gleich nach dem Intro. Hallo, ich begrüße euch zu Sandis Diabetes-Loop. Ich bin Sandy und im heutigen Video geht es wie gesagt um die Insulinpumpen und CGM-Vorstellungen, die ich gestern live miterleben durfte. Ich möchte mich natürlich erstmal bei der Praxis für die tolle Veranstaltung bedanken. Die haben sie echt mega gut organisiert. Es gab so gut wie keine Wartezeiten für die Personen, fand ich richtig toll. Also da ganz, ganz großes Lob an meine Diapraxis. Dann, kurz, wie das Ganze abgelaufen ist. Wir haben uns da, es waren doch zwischen 50 und 60 Diabetikerinnen und Diabetiker waren da vor Ort. Dann wurden wir im Prinzip, dann hat uns der Arzt erstmal begrüßt. Dann haben unsere Diafeen uns dann aufgeteilt in verschiedene Gruppen. Also waren immer so Gruppen bis zu 10 Personen. Und den Ablauf hat dann eine der Diafeen eben toll erklärt, dass wir eben gewusst haben, okay, jeder hat seine Gruppe, jeder weiß, wohin muss. Und dann ging es eben los. Zuerst ging es für mich zu Dexcom, zum G7. Gut, zum G7 brauche ich nicht viel sagen. Dazu habe ich schon das ein oder andere Video gemacht, wie es interessiert. Das verlinke ich natürlich wieder hier oben. Fand ich aber interessant, es hier einfach mal wieder anzuschauen. Und Dexcom hat wieder mal einen Sensor springen lassen, was mich natürlich immer sehr freut, weil ich die ja dann ganz gern auch für Videos verwende. Als nächstes kam eine Geschichte, die mich sehr interessiert hat. Und zwar gingen wir zu Kaleido. Das heißt, Kaleido hat ihr die neuen Pumpen vorgestellt. Waren ein paar ganz interessante Eckdaten dabei. Zum Beispiel, dass man zwei Pumpen bekommt, dass man die immer im Wechsel benutzt. Also wenn die eine aufgeladen wird, kann man die andere Pumpe verwenden. Funktioniert mit dem Diabi-Loop, ist jetzt nicht ganz so mein Ding, aber es ist auf jeden Fall keine schlechte Geschichte. Und die Idee mit diesem kurzen Schlauch finde ich persönlich auch nicht uninteressant. Also rein vom Tragen her fände ich es interessant. Mit den 200 Einheiten käme ich vermutlich an meine Grenzen. Aber ansonsten auf jeden Fall eine schöne Idee. Und natürlich, was mich persönlich an der Pumpe ein bisschen gestört hat, du hast keine Möglichkeit, irgendeinen direkten Bonus abzugeben. Sie bieten aber auch wie Omnipod im Prinzip einen Testpatch an. Also man kann sich im Prinzip so einen Dummy mehr oder weniger bestellen, um einfach mal zu schauen, wie diese Kaleido sich tragen lässt. Ich werde auf jeden Fall so einen Patch mal bestellen, weil der interessiert mich zumindest mal, einen da zu haben. Und den Android APS läuft da aktuell nicht. Mal schauen, vielleicht haben wir ja irgendwann die Möglichkeit, den auch zu nutzen. Dann ging es schon wieder in den nächsten Timeslot. Also werden ungefähr 10-15 Minuten mehr pro Firma, die da war. Und dann ging es zu Medtronic. Medtronic hat natürlich ihre 780 da vorgestellt mit allen möglichen Sensoren und Schlauchsystemen. Tolle Geschichte prinzipiell, aber es ist halt Medtronic und die Pumpe selber rein von der Technik her würde mir natürlich sehr gut gefallen, funktioniert aber leider wieder nicht mit Android APS. Dann nach ein paar Minuten ging es dann zu Libre. Dort wurde unser Libre 3 natürlich wieder vorgestellt. Thema zu Libre 3 war jetzt nicht so viel Interessantes für mich dabei, aber man schaut es sehr gerne mal an und das Informationsmaterial haben wir natürlich auch sehr gerne mitgenommen. Auch zum Libre habe ich hier ein Video gemacht. Dann gingen wir zu Tandem bzw. zur T-Slim Pumpe. Die über Vital Air vertrieben wird in Deutschland. Ja, ist nicht uninteressant. Sie haben ja eins, diesen Basal IQ. Aber über das Thema muss sich jeder selber schlau machen, ob es was für ihn wäre. Für mich definitiv nicht. Was natürlich schön ist, die Nano soll Ende des Jahres rauskommen in Deutschland. Also in Amerika ist sie wohl schon da. Sie arbeiten wohl an der Zulassung. Das wäre natürlich eine tolle Sache, wenn man natürlich diese Mini-Pumpe eventuell in Android APS einbinden könnte. Mal schauen, wie es da weitergeht. Dann ging es für uns zu Omnipod. Der Omnipod 5 vorgestellt. Das war relativ kurz runtergezogen. Natürlich gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Ist ja mittlerweile bekannt, wer sich da ein bisschen beschäftigt damit. Aber ist auf jeden Fall eine Option. Natürlich, wie gesagt, zu Android APS kein Vergleich.
Der Putsch schaut genauso aus wie, also der 5er schaut genauso aus wie die Vorgängerversionen, aber innen im Technik, in der Technik hat sich halt einiges verändert. Und zum Schluss ging es dann zu Ypsomed. Ypsomed hatte hier die Ypsopump vorgestellt mit dem Chem APS. Das wäre das einzige System, das ich eventuell ja, in Betracht ziehen könnte, wenn es Android APS nicht mehr geben würde. Meine Hoffnung ist, dass irgendwann mal eine offene Schnittstelle von allen da ist, wo man sagt, okay, es gibt die Möglichkeit, jede Pumpe mit jedem CGM zu verbinden. Das wäre natürlich der Traum, weil dann kann jeder das so nutzen, wie er möchte. Wie gesagt, das war auf jeden Fall auch interessant. Da haben sie im Prinzip ja, wie gesagt, den Chem APS so ein bisschen angerissen und halt die Pumpe. Was ich sehr interessant fand, für einige, die neu erkrankt sind, war das Ganze natürlich ein Buch mit 7 Siegeln. Für mich persönlich war das alles relativ bekannt. Nichtsdestotrotz war es doch anstrengend, weil man doch immer sehr konzentriert bei der Sache war. Ich habe auch meine Fragen gestellt, wo es natürlich die ein oder andere Antwort dazu gab. Leider natürlich nie die, die ich eigentlich haben wollte. Und von dem her war das aber trotz allem ein sehr gelungener Event. Wie gesagt, er war echt mega toll organisiert. Und wenn sowas mal wieder ist, gehe ich auf jeden Fall sehr gerne hin. Ich möchte euch auf jeden Fall damit einfach nur zeigen, geht auf solche Events, schaut es euch an. Ja, für mich waren es fast 2,5 Stunden, die wir da drin waren. Aber diese 2,5 Stunden für meine Gesundheit war es mir wert. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, das bei euch irgendwo in der Diapraxis auf einem Diabetestag oder Ähnlichem einfach mitzubekommen, geht hin, schaut euch an, informiert euch und wartet nicht drauf, dass der Arzt zu euch kommt und euch sagt, was ihr haben wollt, sondern geht ihr zu ihm zum Arzt und sagt, ich will das und das haben. Denn wir Diabetiker sind Gott sei Dank in der Lage, uns selber ganz gut zu versorgen und natürlich auch selber Therapieentscheidungen zu treffen. Das haben wir ja gelernt. Und deswegen auch gerade in der Hardware müssen wir einfach dann dem Arzt sagen, was wir haben wollen. Die Möglichkeiten über irgendwelche Testpatches wie beim Omnipod oder Kaleido nutzt es auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache, weil so kann man im Prinzip genau das dann rausfinden. Reagiere ich aufs Pflaster oder sonst irgendwas? Macht es einfach. Und ja, wie gesagt, das sind einfach so meine Geschichten, die ich euch einfach mal mitgeben wollte und erzählen wollte. Es gab natürlich auch noch, wie gesagt, ein paar Werbegeschenke dazu. Ist natürlich auch immer schön. Ein paar Blöcke, ein paar Taschen, sonst irgend sowas. Immer feine Sache. Und das ist natürlich so ein kleiner Bonus. Braucht man, weiß ich nicht. Wie gesagt, Freestyle hat leider keinen Sensor springen lassen. Leider, war schade. Ich hätte gerne einen gehabt. Aber gut, dann ist es halt einfach so. So, ich hoffe, ich konnte euch mit meinem kleinen Exkurs-Einblick mal kurz erzählen, wie sowas bei mir abgelaufen ist. Wie gesagt, mein Dank geht echt an meine Diapraxis raus, die das so toll organisiert haben. Und wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht auf sowas einfach hin. Wenn ihr jetzt Fragen dazu irgendwie habt, gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten bedanke ich mich dieses Mal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Sandis Diabetes Loop. Tschüss!